Dauerecke for Home of Champions in Karlsruhe, Haka Tosun! Keep fighting, I'm on my way in a brand new day, gotta get my force back. Keep fighting, I'm on my way, night and day, never gonna look back. Keep fighting, gotta get rid of regrets, and I'm really only one of you besides myself. Keep fighting, and these are the facts, never gonna disclose my secrets. I'm reaching the next level achieving. It's like this, this level is mine. I'm reaching the next level achieving. It's like this, it's my mind. I'm reaching. Auf dem Weg in meine Freiheit. I'm reaching the next level achieving. Mein Pfad für die Unabhängigkeit. Ja, Cam, deine Glaube an dich und deine Fähigkeiten dich bestärkt. Ja, Cam, dein Geist fokussiert, fixiert sie in, es formt dein Wert. Ja, Cam, wenn du weißt, wer du bist, bleib tough, wenn du bist, sei gegenwärtig. Die Matrix, welche dich umkreist, entfesselt dich und bestimme dein Sein. Ja, Cam, wenn die Zeit dir nur zeigt, sei gefeit, sie hat Türen bereit. Ja, Cam, sei die Einheit mit dir selbst und führe den Fight. Ja, Cam, definitiv in mein Areal und mein Narrativ gewieft. Sieh meine Lines und Skillset aufs Next Level gehievt. I'm reaching Hakan Tosun. Sag this, this level is mine. I'm reaching. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, 4 Runden im Weltergewicht sind angesetzt. Das Gewichtslimit 66,6 Kilogramm. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor des BDB und deutscher Berufsboxer ist Volker Grill aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die 3 Punktrichter, alle 3 aus der Bundesrepublik Deutschland, Rustam Rahimov, Adrian Laschescu und Thomas Künzel. Kommen wir zum Fighter in der roten Ecke, The Red Corner. Er ist 43 Jahre alt, brachte gestern mal wiegen 66,3 Kilogramm auf die Waage und misst seine 1,67 Meter. Er ist Profi seit 2020. Sein Kampfrekord 20 Kämpfe, 6 Siege, 3-mal gewann er durch K.O. Begrüßen Sie aus Ulaanbaatar in der Mongolei, Asagul Yutger. And now, ladies and gentlemen, the blue corner, die blaue Ecke. Er ist 28 Jahre jung, brachte gestern mal wiegen 66,9 Kilogramm auf die Waage und misst 1,70 Meter. Er ist Profi seit 2022. Sein Kampfrekord ist ungeschlagen. 2 Kämpfe, 2 Siege. Begrüßen Sie den lokalen Marathon aus Heilbronn, Hakan Hurricane Tosun. Der Ringrichter dieses Fights ist Goran Filipovic aus Serbien. Jetzt mit den letzten Instruktionen. Now with the last instructions. Vier Runden im Weltergewicht sind angesetzt. Seconds out, ringfrei, Runde 1, Round 1. Basangur Yutgar, 43 Jahre, interessanter Mann, weil durchaus auf dem Niveau in Deutschland ja schon ein paar Mal gekämpft. Marlon Chimsky, gegen den hat er verloren. Ein paar Namen, die man aus Deutschland kennen kann, kennen muss vielleicht. Julian Vogel, vorhin schon mal erwähnt, großes Talent. Gibt noch ein paar weitere, wo man ganz gut sagen kann, wenn ich den unter Kontrolle bekomme und wenn ich gegen den gut aussehe, dann kann man ja schon mal so ein bisschen so eine Art Standortbestimmung für Hakan Tosun vornehmen. Oder er für sich selbst oder sein Trainerteam mit ihm, wie auch immer. Aber immerhin weiß man dann so ein bisschen, wo man steht. Oder man kann sich ein bisschen besser annähern. Und deswegen ist der Kampf zu diesem Zeitpunkt, dritter Profikampf für Hakan Tosun, durchaus nicht ungefährlich. Ja, kommt die rechte mal durch, bleibt dran. Ja,
Aufpassen, gute Deckung passt. Ordentlich. Hat in der Bundesliga geboxt. Hakan Tosun. Versucht auch mit der Schlagkraft durchzukommen. Jutger und sein Trainerteam ist relativ unentspannt, weil man große Hoffnung setzt anscheinend, hier den Überraschungssieg landen zu können. So würde ich das mal deuten. Denn die gehen intensivst mit, als ob es hier um einen Titel ginge oder um noch viel mehr. Tosun probiert es mit der Schnelligkeit, das ist sicherlich ein gutes Mittel. Und die Ruhe bewahren, auch das macht. Deutscher Meister im Thai-Boxen. Deutscher Jugend-Vizemeister, wie gesagt, Bundesliga schon erwähnt. Vom Beruf Karosseriebauer, aber natürlich mit dieser großen Hoffnung, es auch im Profibereich zu was bringen zu können. Arbeitet viel. Basango Jutka. Marschiert nach vorne, schlägt viel, hat ein, zwei gute Hände auch schon weggesteckt, ohne großartig Wirkung zu zeigen. Ist also schon einer, wo man weiß, man braucht ein bisschen Geduld. Mir gefällt die Beinarbeit gut von Tosun, muss dann aber die Distanz wieder irgendwie schließen, muss schneller rankommen. Das war eine schöne Aktion. Aufpassen auf den Kopf und auf die Stirnpartie. Ja, der eine muss den Kopf hochnehmen, der andere muss dann versuchen, nicht so sehr den Hinterkopf zu treffen. Hier schöner Treffer von Tosun und da sind noch 30 Sekunden in der Runde und hat ihn nochmal gut erwischt. Das waren sehr ordentliche Aktionen, auch wenn Jutger da anzeigt, er war nicht toll, hat nicht wehgetan. Es ist in jedem Fall was hier was dabei gewesen für die
Punkterichter und natürlich auch gut fürs Selbstvertrauen zu sehen, dass man da so durchkommen kann. Gegner zeigt Wirkung, immer ein gutes Gefühl. Hier, die Schnelligkeit kommt jetzt immer mehr zum Tragen. Er kommt immer besser in den Kampf. War von Anfang an gut drin, aber kommt immer besser rein. Das ist einer dieser Gegner, die man eben nicht mit Einzelhänden großartig in Bedrängnis bringen kann. Höchstens mal, wenn er selber vorher den Fehler macht, dazu offen dasteht. Aber wenn man in die eigene Aktion geht nach vorne mit einem Treffer, ist da nicht viel auszurichten. Du brauchst gegen einen Boxer wie Jutka die Kombination, so wie es hier jetzt auch probiert, Tosun in einmal zu stellen, dann zu treffen, dann dran zu bleiben und eben dann nicht schnell wieder zurückzuziehen. Kostet selber auch eine Menge Kraft. Ist nicht ganz ungefährlich, wenn man auch weiß, ich habe noch die eine oder andere Runde da zu boxen. Wird ein bisschen langsamer in dieser Runde. Stand der Referee kurz ein klein wenig im Weg. Ach, gut. Und dann kommt so ein guter Treffer zum Körper. Der war richtig gut. Basi, die Kurzform von Basangur, kann man also viel besser rufen. Macht der Trainer auch die ganze Zeit. Und wenn der eine nicht, dann hat er noch den zweiten Trainer mit dabei. Also einer ruft immer. Und der linke. Kennen Sie vielleicht aus dem Thai-Boxen, da ist es ja auch häufig so, dass dann noch die Musik im Takt spielt. Und wenn die Musik schneller wird, werden auch die Boxen. Thank you.
Es werden Haken gefordert von Basim. Aber der weiß wahrscheinlich nicht welchen. Gibt ja ein paar. Aber Haken schlägt Tosun. Ja, der war jetzt mal von Basim im Ziel. Jutka also mit dem guten Treffer, aber ist auch schon konditionell ein bisschen anders unterwegs als noch in der ersten, zweiten Runde. Also hat zusehends abgebaut. Da waren ein paar Körpertreffer dabei. Tosun hat das ganz gut im Griff. Muss aufpassen, dass er da nicht in so einer unübersichtlichen Situation vielleicht doch einen Treffer kassiert, den er besser vermieden hätte. Ansonsten läuft das gut. Ordentliche Deckung, gute Beinarbeit. Darf jetzt nicht den Überblick verlieren. Ja, der stolpert schon weg. Da fehlt so ein bisschen das, was als Kondition bezeichnet wird. Der ist jetzt so, dass er hofft, dass hier gleich Feierabend sein sollte. 1:10 noch auf der Uhr. Kann man ihm ansehen, dass da nicht mehr viel Saft dahinter ist. Bei Jutka. Anfeuerungsrufe für den Lokalmatador, natürlich für Tosun. Aber er bleibt gefährlich, weil wenn so ein Ding mal durchkommt von Jutka, dann spürst du es in jedem Fall. Guter Treffer von Tosun. Er muss nochmal richtig in die Luft beißen und hoffen, dass da noch irgendwo ein bisschen Kondition mit reinkommt in den Lungenflügel. Er ihn dann hier über die letzten Sekunden trägt. Also vierte Runde. Auch eine Tosun-Runde und damit ist das Ding durch und es gibt den Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and fight and die for the
gewesen. Die Ausdauer war ein bisschen mangelhaft, fand ich jetzt. Aber ich hatte auch eine lange Pause zwischendurch. Von daher, ich bin weiter am Arbeiten. Der Kampf war eine gute Lehre für mich. Zur Analyse. Und es geht weiter. Kann nur besser werden. Und danke für all die Leute, die mich unterstützt haben. Vielen Dank. Du hast es schon angesprochen, bist sehr selbstkritisch. War schon ein richtig abgezockter Ringfuchs, oder? Der richtig gut mitgekämpft hat. Absolut, genau. Ich habe ihn letztes Jahr kämpfen gesehen. Und da habe ich schon ungefähr gewusst, was auf mich zukommt. Und ich dachte, okay, wird nicht leicht. Aber wir haben uns einen guten Kampf geliefert. Wir haben uns beide angestrengt. Von daher, ich hoffe, dem Publikum hat es gefallen. Hat alles gepasst bis jetzt. Herzlichen Glückwunsch, einen Applaus, Hakan Kossum.